Nein und ja. Also erstmal gibt es natürlich noch keine standardisierten Behandlungen für Long-Covid, weil es Long-Covid noch gar nicht so lange gibt. Aber da sich Long-Covid jetzt nicht vollkommen von anderen Erkrankungen unterscheidet, anderen schweren Infektionen, haben wir natürlich in der Medizin bereits Standardbehandlungsprogramme, wie man auch mit schweren postinfektiösen Reaktionen umgehen kann. Nahrungsergänzungsmittel spielen in unserer Arbeit, jedenfalls auch in der Psychosomatik, keine zentrale Rolle, aber die gute Ernährung. Es ist ganz zentral, auf sich zu achten. Und vor allem, wenn Sie an Nahrungsergänzungsmittel denken, wenn Sie persönlich überzeugt davon sind, dass die Ihnen helfen können, weil Sie zum Beispiel Gutes davon gehört haben, dann kann der Einsatz, wenn es nicht überdosiert ist, auf jeden Fall Sinn machen. Also eigentlich bin ich für die Frage als Psychosomatiker nicht mal der Hauptexperte, aber eigentlich kennen, glaube ich, alle die Antwort. Ich persönlich kann es bestätigen, meine Impfung lag, als ich Corona bekam, fast ein Jahr zurück mit einem ordentlich kräftigen Verlauf, aber ich bin nicht im Krankenhaus gelandet. Also natürlich schützt uns die Impfung nicht immer zu 100%. Als Infektiologe weiß man, dass man eine Erkrankung zwei, dreimal durchmachen muss, bis die Antikörper auch auf den Schleimhäuten sitzen und wir es gar nicht mehr kriegen können. Aber der Verlauf ist milder und wirklich deutlich milder. Es macht immer Sinn, bei Vorerkrankungen sich mit Fragestellungen auseinanderzusetzen. Auch hier, ich bin kein Hämatologe und kein Spezialist an der Stelle. Ich denke, die Frage hat damit zu tun, dass es diese häufiger auftretenden Sinusvenenthrombosen gab und deshalb macht es auch Sinn, sich hier zu erkundigen. Die aktuelle Studienlage kenne ich nicht so vollständig, habe aber nicht von erwähnenswerten Komplikationen gehört. Aber wenn man persönlich betroffen ist, ganz in Ruhe Fachfrau oder Fachmann suchen, in diesem Fall Hämatologe, und sich informieren.